Gude aus Chiang Mai. Ja, heute mal ein paar Außenaufnahmen. Das ist der Astropark, gesponsert von der Prinzessin hier. Ja, zumindest trägt sie den Namen. Und ja, wahrscheinlich werden wir nicht reingehen können, aber ich zeige euch mal so viel wie es geht und nehme euch da mal mit. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. So, jetzt bin ich im Astropark der Prinzessin Siriton. Das ist hier auch relativ neu. Also ich hatte noch nichts davon gehört. Das ist hier Thai Robotic Telescope Network. Ja, scheint so ein paar Dinge verknüpft zu sein. Immerhin. Sliding Roof, jawohl. Das zeige ich euch auch gleich, wie das dann funktionieren sollte. Beziehungsweise nicht, wie es funktioniert, das wird wohl nichts, aber wie es von außen aussieht, wenn es nicht geroofed ist oder geslidet. Ja. Da ist das Ganze nochmal zum Nachlesen. Ja, jetzt hat man nicht nur einen schönen Blick auf die Sterne wahrscheinlich, sondern hier auch auf die Berge. Den wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Aber hier alles. Schöne Dachterrasse. Freundliche Erlaubnis der Security durfte ich hier hoch. Ja, da hinten haben sie wohl was ganz neu gebaut. Clevererweise alles mit Kunstrasen hier umrandet. Ja, so machen die das jetzt auch hier. Und das ist dieses Sliding Roof. Es wird dann halt geslidet. Und dann kann man hier mit mehreren Leuten in die Sterne gucken. Und hier ist natürlich dann wohl das große Teleskop untergebracht. Ja, schon eine ganz schöne Hightech-Errungenschaft hier. Manchmal überraschen sie einen schon. Ja. Ah, da hinten hat man auch einen schönen Blick auf das illegal gebaute Viertel am Berg dort. Da sollen dann hohe Richter und hohe Beamte wohnen. Ja, und da ist es dann egal, ob das im Naturschutzgebiet ist oder nicht. Da wird dann einfach mal gebaut. Und wenn es dann steht und die Proteste kommen, dann ist eh alles schon zu spät. Dann weigert man sich halt einfach dort auszuziehen und hat halt mal ein bisschen den Berg verschandelt. Aber Hauptsache man hat einen guten Blick. Und das ist doch dann schon viel wert. Ja, so ist das hier. Hört man auch nichts mehr von. War vor ein paar Monaten. Hat es große Schlagzeilen darüber gegeben. Aber mittlerweile, wie das meiste hier in Thailand, redet halt keiner mehr drüber.